Nordwestradio. Musikwelt. Franz Josef Kupczyk, ehemals erster Konzertmeister des Bremer Philharmonischen Staatsorchesters, übte auch nach seiner Pensionierung täglich. Das erhalte den spieltechnischen Standard. Denn er wolle fit sein, wenn überraschende Einladungen kommen für Auftritte. Über viele Jahre war Herr Kupczyk auch Konzertmeister des Festspielorchesters in Bayreuth. Das seien herrliche, doch arbeitsreiche Sommerwochen in jener fränkischen Kleinstadt gewesen. Und die Aufführungen dort unter der Leitung von Rudolf Kemper oder Karl Böhm ein Erlebnis. Doch auch zu Hause in Bremen wurden früher von der Philharmonischen Gesellschaft bedeutende Pultstars für das Orchester engagiert. Etwa Rudolf Kempe, Lorin Marcel, Hans Schmidt-Isserstedt, erzählte er mir in einem Gespräch. Am 5. Januar 2012 ist jene Säule des Bremer Musiklebens, so schrieben die Bremer Nachrichten in einem Nachruf, gestorben. Erinnerungen an einen engagierten Geiger. Guten Abend zu Musikwelt. Am Mikrofon Hans-Peter Reiß. Tarantella Giocosa von August Peter Waltenmeier
Eine Radio Bremen-Produktion aus dem Jahre 1971 mit dem Bremer Studioorchester, Leitung der Komponist, Solist der Aufnahme Franz Josef Kupczyk. Dieser Geiger im Unruhestand wurde 83 Jahre alt. Er starb am 5. Januar 2012, war über viele Jahre erster Konzertmeister im Bremer Philharmonischen Orchester gewesen. Wenn ich so dran denke, dann an die Symphoniekonzerte mit Hans Schmidt-Iserstedt oder mit Rudolf Kempe, mit denen ich sehr befreundet war, der mich auch nach Bayreuth als Konzertmeister verpflichtete. Und diese Symphonie, auch als Solist war ich unter Kempe tätig. Brahms-Konzert und Bach-Konzert und mit Iserstedt habe ich Bartok-Konzert gespielt. Das waren schon sehr gravierende Erlebnisse für mich. Wie alt waren Sie damals gewesen? Ich werde so 36 oder 40 Jahre gewesen sein. Waren Sie da schon hier in Bremen in dieser Position als Konzertmeister? Ja, ich bin hier 1957 als erster Konzertmeister ans Philharmonische Staatsorchester verpflichtet worden. Und bei einem sehr, muss man sagen, sehr schweren Probespiel, weil die Konkurrenz damals sehr groß war. Es kamen sehr viele Konzertmeister aus dem Osten, die nicht diese Möglichkeit hatten, wie wir die hier hatten, also vor allen Dingen finanziell. Und es waren damals so 28 Bewerber um die Konzertmeisterstelle. Ich kann wohl sagen, dass ich damals sehr glücklich war, diese Position zu bekommen. Was mussten Sie spielen damals? Das ist ja in der Regel vorgeschrieben. Ja, also es gibt immer ein Konzert nach Wahl. Da habe ich damals das Brahms-Violinkonzert gespielt. Dann ein Pflichtstück war Mozart, A-Dur-Konzert. Und dann gab es Solostellen aus Oper und Konzert. Das heißt Heldenleben von Richard Strauss. Da ist ein riesen Geigensolo drin. Dann die lustigen Weiber von Windsor, von Otto Nicolai. Da gibt es auch ein Geigensolo, was sehr gefürchtet ist. Und Missa Solemnis, dann verschiedene Mozart-Sinfonien, wo es sehr heikle Stellen gibt, gerade für die erste Geige. Sie waren über viele Jahre auch Konzertmeister des Festspielorchesters in Bayreuth gewesen, das haben Sie erwähnt. Hatten also in jener Zeit keine Sommerferien gehabt. Es ist natürlich eine besondere Ehre, wenn man in Bayreuth spielen darf. Und vor allen Dingen war es so, dass damals noch die Kapellmeister, das war, Rudolf Kempe machte damals den Ring in Bayreuth und Böhm machte damals den Tristan und Kempe hatte mich für den Ring verpflichtet. Und das ist ja an für sich eine Ehre. Da verzichtet man dann auch mal auf Urlaub. Kommen wir zurück zu Ihnen. Sie haben in Bremen angefangen 1957. Ja. Wie war denn da die Situation hier am Theater und mit dem Orchester? Der damalige Chef des Orchesters in der Oper war Heinz Wallberg. Und der Chef der Symphoniekonzerte war damals Hans Schmidt-Iserstedt. Das war an für sich ganz interessant. Und die anderen sechs Symphoniekonzerte hatten wir natürlich Gastdirigenten, aber wirklich Gastdirigenten von ersten Range. Das war Böhm, Keilbert, Knappertsbusch, Lorin Marcel, Celi Bedache, Clemens Kraus, Scholti, also wirklich die erste Garnitur war nur hier. Also das war schon ein sehr interessantes Programm und vor allen Dingen interessantes Arbeiten. Haben diese Dirigenten-Koryphäen mehr Probenzeit zugebilligt bekommen wie die Generalmusikdirektoren? Ich glaube, der Einzige, wo ich es genau weiß, das war Celi Bedache. Der hatte sich, glaube ich, 7 oder 8 Proben ausbedungen. Und mit dem hatten wir dann natürlich auch eine Tournee
gemacht. Wir waren in Hamburg, dann in Kassel, in Hannover. Das war so eine kleine norddeutsche Tournee, aber das war sehr interessant und vor allen Dingen für uns ja auch ein Renommee. Sinfonia Concertante in S-Dur, Köchelverzeichnis 364, für Violine, Viola und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Daraus der erste Satz, das Allegro Maestoso. Die Solisten sind Franz Josef Kupczyk, Violine und Rainer Hoffmann, Viola. Martin Bauert dirigiert das Bremer Kammerorchester, eine Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1974. Thank you.
Thank you.
Der erste Satz des Allegro Maestoso aus Mozarts Sinfonia Concertante Köchelverzeichnis 364 mit Franz Josef Kupczyk Violine und Rainer Hoffmann Viola. Martin Bauert dirigierte in dieser Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1974 das Bremer Kammerorchester. Herr Kupczyk, wo haben Sie studiert? In ganz jungen Jahren war ich in Braunschweig im musischen Internat. Da hatte ich dann beim Konzertmeister in Braunschweig Unterricht. Dann nach dem Kriegsende bin ich dann an die Folkwangschule gegangen, hatte Unterricht bei Professor Peter, das war damals ein ganz berühmtes Streichquartett. Dann bin ich nach Köln gegangen, zu Professor Zitzmann und dann nach Detmold zu Tibor Wager und Max Strupp. Und von Detmold aus bin ich als erster Konzertmeister nach Oldenburg verpflichtet worden. Und von Oldenburg aus bin ich dann nach Bremen gegangen. Wie haben Sie sich denn in Oldenburg gefühlt, die erste Konzertmeisterstelle Ihres Lebens? Das waren natürlich für mich alles böhmische Dörfer. Wir haben ja praktisch nur Violinkonzerte studiert und Etüden studiert und Bach-Solosonaten, aber mit Orchesterstudien, da wurden wir nicht bestückt. Und man legte uns damals Orchesterstellen vor und auch Soli, die ich vielleicht so leidlich runtergespielt habe, aber das Orchester war von meinen Leistungen mit Brahms-Konzert und Beethoven-Konzert, waren sie wohl ganz angetan. Und der damalige GMD in Oldenburg, der sagte, naja, lasst mal den jungen Mann, wenn der solche Leistungen hat, dann wird er auch alles andere gut machen können. Und ich hatte natürlich das Pech, dass der damalige Konzertmeister, der war gerade so an die 60er-Grenze, den wollten sie zurücksetzen. Und dann kam natürlich ein junger Spund an, der überhaupt gar keine Orchestererfahrung hatte. Und ich bemühte mich natürlich. Dann war auch auf dem Spielplan war die Götterdämmerung. Und das ist ja nun ganz, gerade für die erste Geige ist da ziemlich viel zu fummeln drin. Und ja, der guckte sich so nach dem ersten Akt so ganz schelmisch drüber. Na, da helfen auch keine Paganini-Etüden. Ja, und so habe ich mich dann nun leidlich in den Orchesterdienst eingearbeitet.
und Heinz Wallberg, der damals als Gastdirigent in Oldenburg war. Und da spielte ich damals Mozart-Konzert. Und der sagte, warum haben Sie keine Lust, nach Bremen zu kommen? Da ist gerade eine Konzertmeisterstelle frei. Und so ist das dann geschehen, dass ich dann nach Bremen ging. Können Sie den Unterschied zwischen dem damaligen bremischen Orchester und demjenigen in Oldenburg beschreiben? Oldenburg hatte vielleicht 60 Mitglieder und Bremen hatte damals, glaube ich, schon 84 Orchestermitglieder. Trotzdem, also mit so einer kleinen Besetzung Götterdämmerung zu machen, da muss man ein bisschen was dazu mieten. Ja, das kann man wohl sagen. Das war so, also wir hatten 8 erste Geigen und 2 waren natürlich immer krank. Da musste man dann mit 6 Geigen die Götterdämmerung runterspielen. Das war nicht ganz einfach. Man konnte tatsächlich jeden Einzelnen raushören. Also man musste schon Farbe bekennen. Sie haben also sehr viel Wagner gespielt, auch unter ganz unterschiedlichen Dirigenten, auch in Bayreuth, das erzählten Sie. Welcher Dirigent ist denn von denen, unter denen Sie gespielt haben, für Sie der beste Wagner-Dirigent? Das ist für mich der beste Ring, den ich je gespielt habe. Das war unter Kempe. Das war 1962 oder 63. Er war ja erst auch Chefdirigent der Dresdner Staatskapelle. Und das waren ja wirkliche große Spezialisten, gerade für Strauss und Wagner. Diese Kapelle hatte ja den berühmten Dresdner Streicherklang, der bis heute ja noch existiert. Ein Erlebnis war für mich der Parsival unter Knappertsbusch. Der machte nicht viel aus sich her, der ließ das Orchester spielen, er bedankte sich für jedes Solo, er ließ die Sänger singen. Aber wehe, wenn was passierte, dann wurde er fuchsteufelswild und machte aus seinem Herzen keine Mördergruppe, nicht? Er schrie dann auch mal einige Wörter, die ich jetzt hier nicht aussprechen möchte. Herr Kupczyk, aber all das hat Ihnen nicht gereicht. Sie haben später dann auch in sehr vielen kammermusikalischen Formationen gespielt. Was hat Sie denn veranlasst, in eine ganz andere Richtung zu gehen? Ach, das war immer schon mein Wunschtraum, ein Streichquartett zu haben. Ich war ja auch Schüler von Max Strupp. Und Max Strupp war ja, das Strupp-Quartett war ja während des Krieges oder und auch nach dem Krieg so das führende Quartett überhaupt in Deutschland. Und dadurch habe ich natürlich auch viel Kammermusik mitgekriegt. Ich habe sehr viel die Proben, bei den Proben war ich dabei und habe auch bei ihm damals schon Kammermusikunterricht gehabt. Aber Quartett war an für sich immer schon als Kind mein Steckenpferd, und zwar war es durch meinen Vater, der ein sehr guter Amateurcellist war. Der war gleichzeitig in 3 Quartetten Dilettanten, aber die waren sehr gut und die kannten vor allen Dingen alles. Dadurch bin ich natürlich sehr früh da reingekommen in dieses ganze Kammermusikrepertoire. Die Kammermusik ist bis heute für mich immer noch die wahre Musik. Für mein Inneres und für meine geigerische Entwicklung, die ich ja bis heute immer noch verfolge, trotz meines hohen Alters. Und vor allen Dingen habe ich ja das Glück, immer noch die gleichen Kollegen zu haben wie vor 40 Jahren. Mit Herrn Hoffmann, den Bratscher, habe ich zusammen studiert in Detmold. Wir kennen uns jetzt schon fast über 60 Jahre. Und mit Herrn Kofferath, also so 36 bis 35, 36 Jahre spielen wir schon zusammen. Das Einzige, dass wir den zweiten Geiger, da haben wir öfter mal gewechselt. Franz Josef Kupczyk, ehemaliger erster Konzertmeister des Philharmonischen Staatsorchesters Bremen. In dem folgenden Allegro aus Mozarts Konzert für Violine und Orchester in G-Dur, Köchelverzeichnis 216, ist er der Solist. Musik.
Thank you.
Der erste Satz, das Allegro aus Mozarts Konzert für Violine und Orchester, Köchelverzeichnis 216. Solist Franz Josef Kupczyk. In dieser Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1975 dirigierte der ehemalige Musikchef von Radio Bremen, Klaus Berrenbacher, die Nordwestdeutsche Philharmonie. Musikwelt, Beethoven macht fit. Erinnerung an Franz Josef Kupczyk, den ehemaligen ersten Konzertmeister des Bremer Philharmonischen Orchesters, der am 5. Januar 2012 starb. Unser Gespräch wurde vor 3 Jahren aufgezeichnet. Herr Kupczyk, Sie haben über viele Jahrzehnte auch Streichquartett gespielt. Was ist beim Quartettspielen wichtig? Dass man aufeinander hört, dass man sich anpasst, dass die Intonation stimmt. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, auch für einen Orchestermusiker gerade. Wenn man in einem Orchester sitzt, hört man sich ja persönlich nicht, außer wenn man Solo spielt oder so. Aber sonst spielt man in der Masse. Während im Quartett ist es ja, jeder Einzelne spielt seine Stimme und es ist praktisch eine solistische Arbeit, die man da verbringen muss. Und natürlich ist es wahnsinnig wichtig für einen Orchestermusiker, dass er sehr viel Kammermusik macht. Das erhält die Technik und erhält den Menschen auch jung, den Musiker noch. Und es gibt ja so wahnsinnig viel interessante Werke, die man sonst gar nicht kennenlernen würde. Man kann einen Komponisten ja an für sich erstmal richtig kennenlernen, wenn man die Kammermusikwerke hört. Zum Beispiel Beethoven Streichquartette. Man vermutet gar nicht, was Beethoven, gerade bei den letzten Quartetten, die man an für sich noch gar nicht geistig durchgearbeitet hat. Wenn Sie über so viele Jahrzehnte im Quartett, also im Streichquartett gespielt haben, gibt es ja wohl kaum ein Streichquartett, was Sie ausgelassen haben. Ich meine, man kann nicht alle Haydn-Quartette spielen. Ja, der hat 76 oder die hat man natürlich. Natürlich haben wir so die bekanntesten und auch mal unbekannte Quartette gespielt. Aber natürlich kann man wohl sagen, dass wir mit der Zeit so ziemlich alles, was an klassischer Kammermusik mit den neuen, da haben wir uns auch noch gar nicht so mit beschäftigt, außer Bartok-Quartette oder die bekannten Hindemith-Quartette oder so. Und vor allen Dingen haben wir uns neulich mal mit Alfred Schnittke beschäftigt, und zwar das Klavierquintett. Das haben wir auch bei Radio Bremen und im NDR gespielt, was ein sehr hochinteressantes Stück ist. Orchestermusiker lernen beim Spielen von Kammermusik nicht nur das präzise Aufeinanderhören. Was lernen Sie zum Beispiel außerdem? Wir haben fast so alle 2 Monate, 3 Monate haben wir Aufnahmen gemacht bei Radio Bremen. Beethoven, Quartett F-Moll, dann haben wir Mendelssohn, Mozart. Dann ein sehr interessantes Stück, was ich auch immer wieder gerne höre, das ist von Max Bruch, Klavierquintett. Dann Bremer Komponisten haben wir natürlich auch gespielt, Holterdorf, Kretschmer. Streichquartettspiel ist ein quasi-solistisches Spiel. Welche Violinkonzerte haben Sie im Laufe Ihres Lebens gespielt und welches hat Sie am meisten fasziniert oder Ihnen möglicherweise am meisten Arbeit gemacht? Ich habe im Laufe der Zeit sehr viele Violinkonzerte gespielt, bekannte Violinkonzerte, das heißt Bach, Mozart, Mendelssohn, Bruch, Brahms. Von den modernen Konzerten habe ich Stravinsky-Konzert, Schostakowitsch-Violinkonzert, dann als Bremer Erstaufführung in der Originalfassung das Schumann-Violinkonzert. Der erste Satz aus Robert Schumanns Violinkonzert in D-Moll, Werkeverzeichnis 23, mit Franz Josef Kupczyk und der Nordwestdeutschen Philharmonie. Die Leitung hat Klaus Berrenbacher. Thank you.
Thank you.
Robert Schumann Violinkonzert in D-Moll, Werkeverzeichnis 23, daraus der erste Satz. Klaus Berrenbacher dirigiert die Nordwestdeutsche Philharmonie, Solist war Franz Josef Kupczyk. Eine Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1977. Wie haben Sie sich gefühlt, Herr Kupczyk, wenn Sie als Solist auf der Konzertbühne gestanden haben? Waren Sie nervös gewesen? An für sich ist es immer Stress. Es ist ganz egal, was man spielt. Man will ja immer sein Bestes geben. Besonders schwer ist, vom eigenen Orchester zu spielen, als vor eigenen Kollegen. Das ist immer ein besonderer Stress, der auf einen zukommt dann. Aber damit findet man sich ab, weil man da schon vorher vorbereitet ist dann. Welche Aufgaben hat denn ein Konzertmeister? Wie jeder im Publikum erst sehen kann, muss er das A vom Oboe abnehmen und stimmt das Orchester erstmal ein. Das sind erstmal die äußerlichen Sachen. Und dann muss er natürlich Soli spielen, die in Kompositionen zum Beispiel wie Strauss, Helleben oder Zarathustra, da sind riesige Geigensoli drin, die muss er natürlich spielen können. Mit dem Kapellmeister sich absprechen, was er besser haben möchte oder so, dass man das dann umsetzen kann. 1984 entstand in Zusammenarbeit mit Radio Bremen die Aufnahme des Konzertes für Violine und Orchester von Theodor Holterdorff. Es hat die Satzbezeichnungen Lento ma non troppo, Allegro vivo, Andante molto tranquillo und Allegro vivace. Sie hören eine Aufnahme mit der Nordwestdeutschen Philharmonie. Die Leitung hat Klaus Berrenbacher, Solist Franz Josef Kupczyk. Thank you.
Thank you.
Konzert für Violine und Orchester von Theodor Holterdorff mit den Satzbezeichnungen Lento Manon Troppo, Andante Molto Tranquillo und Allegro Vivace. In dieser Radio Bremen-Produktion aus dem Jahre 1984 spielte die Nordwestdeutsche Philharmonie Leitung Klaus Bernbacher, Solist dieser Aufnahme, Franz Josef Kupczyk, der viele Jahre erster Konzertmeister des Bremer Philharmonischen Staatsorchesters gewesen war. Herr Kupczyk, welche Funktion hat die Philharmonische Gesellschaft in Bremen? Die Vorstandsmitglieder der Philharmonischen Gesellschaft Beziehung zu großen Dirigenten hatten, bekamen wir natürlich die Spitzenleute vorgesetzt. Und das war für uns sehr, sehr interessant, weil jeder Dirigent immer irgendetwas Besonderes an sich hatte. Knappersbusch legte nicht so Wert auf Präzision, sondern er musizierte mehr mit dem Orchester. Und andere Dirigenten wie Lorenz Marcel, der legte mehr auf Präzision. Es war so eine gewisse Strenge in dem Klang. Thank you.
Igor Strawinsky Violinkonzert in die Dur-Werke-Verzeichnis 53, daraus Aria 1 und 2. Solist Franz Josef Kupczyk, Klaus Bernbacher dirigiert die Nordwestdeutsche Philharmonie. Sie sagten für ihn, dass ein Dirigent den Klang eines Orchesters verändern könne. Wie macht er das? Er differenziert zwischen den einzelnen Instrumentengruppen. Das heißt, dass die Hörner, er sagt, meine Herren, wissen Sie, blasen Sie da mal, da ist zum Beispiel im dritten, vierten Horn das Cis. Blasen Sie das mal richtig, mal, da steht zwar Mezzo-Forte, blasen Sie mal etwas über Forte. Und der andere erste Hornist, an dieser Stelle machen Sie mal, blasen Sie da mal ein Piano oder so. Und die Streicher hier, machen Sie da mal richtig ordentliches Vibrato und da bei den Celli reduzieren Sie das mal, also dass so diese ganze Klangwelt ganz anders kommt, ja. Und da nehmen Sie mal dieses Viertel, nehmen Sie mal mit dem Punkt und das nehmen Sie das da mit dem Strich und das, ja. Dadurch verlagert sich der Klang ganz anders. Und es gibt ja ausgesprochene Partiturfanatiker, die natürlich sagen, also da, meine Herren, das ist ein Keil, das ist kein Punkt und das ist, wissen Sie ja, aber wo liegt denn der Unterschied zwischen Keil und Punkt? Ja, das wissen Sie, das müssen Sie ein wenig, das müssen Sie aber fühlen, dass das da, ja.
Und der andere sagte, ja, nein, das ist ein Strich und so. Und dadurch verändert sich natürlich auch alles andere dann, nicht? Und so ist der Klang des Orchesters ist dann irgendwie ganz anders als sonst, wie man es gewöhnt war. In welcher Weise fließt denn das, was man im Orchester gelernt hat, während seines Studiums gelernt hat, im Laufe seines Musikerlebens gelernt hat, in den Unterricht ein? Ich habe sehr gerne unterrichtet und glaube auch sehr viel Erfolg gehabt zu haben. Sehr viele Studenten von mir sind in namhaften Orchestern untergekommen. Zum Beispiel ist in Frankfurt die Konzertmeisterin eine Schülerin von mir. Dann ist in NDR-Orchester sitzen Geiger von mir. Dann ist in Oldenburg, in Osnabrück, in Holland sitzen Geiger von mir. Braunschweig, unten in München. Was ist das für ein Gefühl als Lehrer, wenn die Schüler eine solche Karriere machen? Man freut sich halt darüber, dass sie es so weit gebracht haben und dass die Anstrengung, die man ja auch und vor allen Dingen Arbeit investiert, sich ja auch da gelohnt hat. Herr Kupczyk, wie kam denn die Zusammenarbeit mit Radio Bremen zustande, insbesondere mit Ihrem Quartett? Wir hatten damals schon auch außerhalb sehr viel Erfolg. Wir haben gespielt mit dem Quartett in Warschau, Danzig. Wir haben gespielt in Athen, in Orchid bei den Festspielen, wo an für sich nur die Elite gespielt hat. Krämer hat ja da seine große Karriere begonnen. Und wir mussten uns da beweisen mit dem Guarneri-Quartett Hendrik Schering. Wir haben uns da wirklich in der Weltelite da. Und wir haben an für sich sehr gut abgeschlossen gehabt und haben uns darüber sehr gefreut. Und das wird vielleicht Radio Bremen ja auch mitgekriegt haben. Und daraufhin haben wir dann auch Aufnahmen bekommen. Das war damals noch unter Herrn Gehl. Mit Herrn Gehl habe ich die ersten Aufnahmen gemacht. Er war ja ein guter Pianist. Sie haben aber auch sehr viel mit Herrn Bernbacher zusammen gemacht, dem späteren Hauptabteilungsleiter Musik. Ja, mit Herrn Bernbacher. Da verbindet mich eine besondere Freundschaft auch. Durch die Musik haben wir uns kennengelernt. Er hatte mich damals, glaube ich, bei Radio Bremen gehört mit einer Sache von Sarasate. Ich glaube, die Faustfantasie war es. Dann habe ich eine Aufnahme mit dem Studioorchester. Das war ja damals auch ein zusammengewürftes Orchester, was aus Musikern vom NDR und vom Philharmonischen Orchester und Hannover und so weiter zusammengesetzt worden ist. Und da war ich Konzertmeister und habe auch öfter Soli gespielt. Und da habe ich diese Faustfantasie von Sarasate gespielt und der Bernbach hat mich gehört und hat mich dann gefragt, wir können da auch mal was zusammen machen. Ich sage, gerne. Und da habe ich ihm vorgeschlagen gehabt, das Schostakowitsch-Violinkonzert zu spielen. Und das war unsere erste Aufnahme, die wir gemacht haben. Gleich ein Knüller war das. Ja. Und das haben wir auch ganz schnell draufgekriegt. Und so entstand dann die musikalische Beziehung vor allen Dingen. Dann haben wir Strawinski zusammen gemacht, dann Wieniawski-Konzert, Brahms-Konzert, dann haben wir Herr-Ulterdorf-Konzert gemacht, dann Mozart-Konzert. Also es war ziemlich reichhaltig, was wir zusammen gemacht haben. Und das Bremer Kammerorchester, das war damals das Philharmonische Kammerorchester. Das habe ich damals hier gegründet, 1958. Und wir haben auch in der Glocke Konzerte gespielt. Früher waren ja noch, außer der Eierkammermusik, gab es noch Kammerorchesterkonzerte, 3 Kammerorchesterkonzerte. Da war das zum Beispiel Musici di Roma, dann war das Stuttgarter Kammerorchester, dann dieses württembergische Kammerorchester. Da war extra eine Reihe von Kammerorchester und in dieser Reihe haben wir dann auch gespielt. Ist das Kupczyk-Quartett, das Sie vor vielen Jahren gegründet haben, immer noch aktiv? Ja, wir versuchen noch weiter Quartett zu spielen. Und ab und zu mache ich dann nochmal, wenn irgendwo jemand krank wird, Aushilfen in umliegenden Orchestern, so wie Oldenburg oder Bremerhaven oder Braunschweig. Ich habe mal nachgezählt, wie viele Aufnahmen von Ihnen bei Radio Bremen existieren. Kammermusik einerseits und als Solist
mit Orchester andererseits. Das sind 49, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das kann sein, ja. Ich habe sehr viele Aufnahmen gemacht da. Kammermusik, verschiedene Besetzungen von Sextett, Quartett, Quintett und dann natürlich auch Violine und Klavier. Ich habe sehr viele Aufnahmen auch mit Peter Schilbach gemacht. Wir haben sämtliche Violinsonaten von Beethoven an 3 Sonntagvormittagen gemacht im Rathaus. Und dann habe ich mit Professor Heinze, der damalige Domkantor, habe ich sämtliche Bach-Sonaten gemacht, immer 2 Sonaten mit Cembalo, also mit Generalbass, und die Solosonaten und Partiten immer zwischendurch. Rundfunkarbeit, Rundfunkproduktion sind eigentlich was Schönes. Wenn mal eine Passage nicht so geklappt hat, kann man die wiederholen und der Tonmeister schneidet dann immer die besten Ergebnisse zusammen. Ja, das ist ja das Schöne daran. Allerdings ist bei so einer Aufnahme natürlich auch immer, man muss sich erstmal so dran gewöhnen, dass oben mit offenen Ohren zugehört wird. Bloß nichts passiert, kein Kratzer, nichts, während man im Konzert ja das Publikum animiert einen mehr, die sitzen und man merkt, ob das Publikum mitgeht und dann wird man auch inspiriert, während man in so einem nüchternen Saal sich selber inspirieren muss, nicht? Nach welchem Auftritt und mit welchem Konzert haben Sie denn den meisten Beifall bekommen, Herr Kupczyk? Ich glaube, das war Schostakowitsch Violinkonzert. Das ist ja auch der letzte Satz, der reißt ja auch so mit den letzten Mann in der letzten Reihe, wird, glaube ich, davon mitgerissen, wenn er musikalisch ist. Ein dankbares Publikum war auch bei dem Schumann-Konzert. Ich meine, das wird ja so selten gespielt und es hieß ja, das ist ein undankbares Konzert. Geigerisch undankbar ist, also weil es technisch nicht so für die Geige geschrieben hat. Man merkt, das ist ein Pianist gewesen. Dauernd diese Bogenwechsel und Seitenwechsel und Sprüngen, ja, die am Klavier mal so hingehauen wird, das ist natürlich auf der Geige eben doch ganz anders. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was ist wichtig für Sie? Für die Zukunft natürlich Gesundheit, dass man noch weiter rüstig ist, dass wir noch recht viel Quartett spielen können und dass ich noch viel reisen kann. Und vor allen Dingen mich auch wieder mehr der Literatur widmen kann. Das wünsche ich mir. Thank you.
Dmitri Schostakowitsch, Violinkonzert in A-Moll, Opus 99. Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz, Passacaglia Burlesca, Solist Franz Josef Kupczyk. Klaus Bernbacher dirigierte die Nordwestdeutsche Philharmonie, eine Radio Bremen Produktion aus dem Jahre 1974. Musikwelt im Nordwestradio, Beethoven macht fit. Erinnerungen an Franz Josef Kupczyk, den ehemaligen ersten Konzertmeister des Bremer Philharmonischen Staatsorchesters, der am 5. Januar 2012 im Alter von 83 Jahren starb. Unser Gespräch habe ich 2008 aufgezeichnet. Durch den guten Kontakt zwischen dem ehemaligen Hauptabteilungsleiter Musik von Radio Bremen, Klaus Bernbacher und Franz Josef Kupczyk, sind etliche Produktionen von selten aufgeführter Konzertliteratur für Violine und Orchester entstanden. Einige davon habe ich heute vorgestellt. Tontechnik dieser Sendung Jan Wagenschein, am Mikrofon Hans-Peter Reiß. Nordwestradio, ein Programm von Radio Bremen und dem NDR.